Herzlich willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich wünsche euch eine schöne Woche, einen guten Wochenstart, einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag, einen schönen guten Abend, wann auch immer ihr das hört. Let's talk about Altersdruck. Ihr glaubt nicht, wie oft ich diese Frage schon bekommen habe, beziehungsweise Geschichten dazu, E-Mails, Fragen, ob ich darüber sprechen könnte. Dieses Thema steht ungefähr seit, keine Ahnung, 4, 5 Monaten auf meiner Manage-Musik-Podcast-Brainstorm-Liste. Und heute habe ich Bock, darüber zu reden. Und ich habe auch, ja, ich habe da auch einiges so zu erzählen. Und für die Leute, die jetzt hier zuhören, die nicht in der Musikbranche sind oder nicht Musik studieren, möchte ich in aller Kürze erklären, was genau ich meine mit Altersdruck. Natürlich haben wir auch ein grundsätzliches Thema mit Altersdruck, da komme ich gleich noch zu, also ein allgemeineres Thema, aber im Musikstudium ist es so, dass in den letzten 10 bis 15 Jahren es so vorherrscht, dass man das Gefühl bekommt, dass man ab einem gewissen Alter zu alt ist, um Musik zu studieren, beziehungsweise um künstlerisch Musik zu studieren, dass man sagt, da ist irgendwann der Zenit erreicht oder man sagt sowas wie, ja, dann ist man auch einfach zu alt, um das alles noch aufzunehmen oder zu lernen oder man ist zu alt, um dann Jobs zu bekommen etc. pp. Gehe ich heute auch nochmal näher drauf ein, sodass dann solche Sätze fallen, wenn man 2021 ist und sich für ein Bachelorstudium bewerben möchte, wie, na, dafür bist du aber zu alt. Oder in meinem Fall, ich habe den Satz gehört, ich habe das hier auch, glaube ich, schon mal gesagt und falls nicht, sage ich es jetzt. Ich habe damals von einem Professor, dessen Name ich natürlich nicht nennen werde, folgenden Satz gesagt bekommen nach einer Unterrichtsstunde, als ich dann mit ihm Unterricht gemacht habe, hospitiert habe. Und er gefragt, wie alt bist du denn eigentlich? Und ich habe gesagt, 20, also zu dem Zeitpunkt war ich 20, relativ kurz vor meinem 21. Geburtstag und wollte eben von meinem Studium an einem Konservatorium, wo ich war, an der Musikhochschule und da künstlerischen Bachelor machen nach meinem pädagogischen Studium und bekam dann den Satz, oh, da hast du aber gegen die 16-jährigen Asiaten keine Chance. Ja. Ich kann euch nicht sagen, wie sehr mich der Satz heute noch abfuckt. Also nicht mehr mich persönlich jetzt, sondern wie sehr mich solche Sätze abfucken, wenn ich mitbekomme, dass das halt immer noch rausgehauen wird. Also sowohl jetzt nicht unbedingt mit Asiaten, mal abgesehen davon, dass das einfach eine rassistische Aussage ist, I'm sorry, ist es halt Bullshit. So, darüber rede ich auch gleich nochmal genau, was ich damit meine. Diese Sätze fallen heute noch. Also da kommen dann solche Sprüche wie, ja, die ganzen 17-, 18-Jährigen, die hier vorspielen, gegen die hast du keine Chance, weil du bist ja schon älter. Und das impliziert halt immer so im Vergleich, bist du mit 20 halt nicht so gut wie der mit 16, also hast du keine Chance. Wo ich mir denke, hä? Verstehe ich irgendwie die Logik nicht? Also vielleicht kann es mir ja jemand von euch erklären, also wenn jetzt jemand hier zuhört, der vielleicht derselben Meinung ist oder irgendwie versteht, was dahinter steckt, wenn ich mit 20 mich für ein Studium bewerbe, wo ich ja eigentlich im Studium lernen möchte. Also dafür gehe ich ja ins Studium, um etwas besser zu machen. Und ich bekomme dann eine Aussage wie, ja, wenn du dich bewirbst und du bist schon 20, ja, also in meinem Fall, ich war 20 oder 22, whatever. Du bist ja schon 20 und die anderen 18-Jährigen, die, also da hast du ja keine Chance, wo ich so denke, hä? Verstehe ich nicht. Verstehe die Logik nicht. Weil es geht ja beim Studium vor allem nicht um einen Job, sondern es geht im Studium erstmal darum, man möchte einen Studiengang machen, eine Ausbildung machen, in dem Fall eine musikalische Ausbildung machen. Und ich komme doch dahin, um zu lernen. Also ich komme doch dahin, um besser zu werden. Und ob ich nun mit 18 die Aufnahmeprüfung spiele oder mit 20, ist doch, also, Vielleicht versteht ihr, ich finde es völlig paradox, wo ich so denke, hä? Okay, und warum jetzt genau ist das ein Problem, dass ich schon 20 Jahre alt bin? Abgesehen davon, dass ich mehr Lebenserfahrung habe und vielleicht auch schon andere Erfahrungen gemacht habe. In meinem Fall war es ja eben so, ich habe mit
knapp 19 mein Abitur gemacht. Also ich mein Abi-Zeugnis bekommen kurz vor meinem 19. Geburtstag. Habe mein Studium angefangen in Mainz und habe Pädagogik studiert. Also Flöte, Pädagogik. Und habe sehr viel gelernt über mich als Flötistin. Ich habe auch sehr viel künstlerische Erfahrungen machen dürfen, Orchesterspiel, Kammermusik. Aber es war halt alles immer nur so ein bisschen und ich merkte, ich will mehr davon. Ich habe natürlich einen sehr pädagogisch, didaktisch, methodischen Schwerpunkt im Studium gehabt und das war auch super, weil deswegen bin ich heute so eine gute Lehrerin auch. Es war so alles richtig so, aber ich habe halt gemerkt, es zieht mich mehr auf die Bühne und ich möchte mehr künstlerisch machen und mir fehlen die Skills. Ich will also mehr lernen. Also was mache ich? Ich suche mir jemanden, und ich suche mir vor allem eine Musikhochschule, an der ich ein künstlerisches Studium machen kann. So, und dann bin ich auf die Suche gegangen mit 20. Also genau genommen in meinem dritten Semester Pädagogikstudium. Also ich hatte schon ein Jahr studiert und ich habe angefangen, in meinem dritten Semester auf die Suche zu gehen. Und zu sagen so, hey, ich würde gerne, ich würde gerne Prüfungen, Bacheloraufnahmeprüfungen machen und ich, ich möchte mehr. Das Pädagogikstudium ist schön und das hat mir sehr viel gebracht, aber ich will mehr. So, und dann habe ich verschiedenen Professorinnen und Professoren vorgespielt in Deutschland. Einige davon sitzen heute noch auf diesen Positionen. Und ich habe von allen fast durchweg dasselbe gehört. Ich habe von allen durchweg irgendwie so einen Subtext von, ja, also schon ganz gut und da ist auch Potenzial und das ist ja auch toll, dass sie schon Pädagogik studieren und jetzt noch irgendwie künstlerisch on top draufsetzen wollen. Das ist alles schön, aber eigentlich sind sie schon zu alt. Und ich war immer so, hä? Warum? Also, ich kenne Leute, die bleiben irgendwann mal sitzen in der Schule und sind dann 20, wenn sie sich für einen Bachelor bewerben und sind halt 20. So, wo ist das Problem? Ich habe damals überhaupt nicht verstanden, was da passiert. Heute im Nachhinein weiß ich natürlich, was da für Themen angehen, auch bei den ProfessorInnen. Und das habe ich so durch die Bank weggehört. Dann habe ich damals meinen dann zukünftigen Professor kennengelernt. Und das war, ich muss es leider so sagen, aber es war der Einzige, der es einfach nicht geschert hat, wie alt ich bin. Das war der Einzige, der, als ich dann einen Meisterkurs bei ihm gemacht habe, damals war ich in meinem vierten Semester Bachelor, vierten Semester Pädagogikstudium und habe dann einen Meisterkurs in Wuppertal gemacht bei ihm. Und er hat mich einmal auseinandergenommen in diesem Meisterkurs, aber hat mich auch wieder zusammengesetzt und hat gesagt, hey, die und die und die und die Baustellen hast du, das kannst du alles hinbekommen, aber das ist halt viel Arbeit. So, und wer mich kennt, weiß, dass wenn man mir sagt, hey, das ist viel Arbeit, dann sage ich, okay, Challenge accepted, let's go. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe mir dann ein Dreivierteljahr den Arsch aufgerissen mit genau den Dingen, die er mir gesagt hat, an denen ich arbeiten soll. Habe mich extrem gut weiterentwickelt, auch künstlerisch. Und er hat mich nicht einmal nach meinem Alter in dem Sinne gefragt. Also er wusste, wie alt ich bin. Er wusste, dass ich im Vergleich in Anführungsstrichen älter bin als viele, die sich bewerben für einen Bachelor, weil manche wirklich 17, 18 sind. Aber es hat ihn nicht gejuckt. Und im Nachhinein, ja, irgendwie ein, zwei Jahre später hat er mir auch erzählt, naja, also klar, dass ich irgendwie so ein bisschen Gedanken gemacht hat, okay, wenn sie jetzt mit dem Bachelor anfängt, ist sie schon 21, in Anführungsstrichen. Aber es ist immer noch völlig fein. Also es hat ihn einfach nicht gejuckt. Ja, er war damals mit 21 schon Soloflötist, okay, ja, aber man muss ja nicht mehr von sich auf andere schließen, das hat er auch nicht gemacht, sondern gesagt, okay, ja, lass uns arbeiten. So, alle anderen haben mir das Gefühl gegeben, für mich sei der Zug schon abgefahren, weil ich ja schon 20 bin. So, und diese Geschichten höre ich jetzt, seit ich hier mich auf Manage Musik und auch auf Social Media viel positioniere, immer wieder mit diesen Themen, dann bekomme ich diese Storys von jungen Menschen, die Anfang 20 sind, dass sie das überall immer noch haben. So, jetzt kurz zur Erklärung, woran das liegen könnte, beziehungsweise woran das eigentlich liegt. Es ist kein könnte, sondern es ist halt so, wenn wir Orchesterinstrumente studieren, dann gibt es so eine ominöse Altersgrenze für Akademiestellen
und Praktikumsstellen in der Regel, die liegt so zwischen 26 und 28 Jahre. Also für Akademieplätze, für die, die jetzt nicht wissen, was ich meine, im Orchester, Akademien sind oft 1 bis 2 Jahre sowas wie ein, ja, wie ein Praktikum, aber es ist dann noch, man hat noch Unterricht und man bekommt Workshops und so, man darf aber schon im Orchester spielen und man wird eingesetzt in Dienste und es ist halt so, es ist halt wirklich, man hat 2 Jahre Möglichkeit oder manche machen es 1 Jahr, manche machen es 2, in so einem Orchester wirklich zu arbeiten, das alles mitzubekommen und da gibt es halt diese Altersgrenzen für schon die Bewerbung. Also ich jetzt mit meinem Alter kann mich für Akademiestellen nicht mehr bewerben, weil ich bin zu alt. Bei Praktika steht es oft nicht da, aber da wird es eigentlich genauso gehandhabt. Also alles, was irgendwie Ü27 ist, wird schon irgendwie nur nicht mehr eingeladen. Ja? Wir reden nicht von festen Stellen, ne? Oder Zeitverträgen, sondern wir reden von Praktika und Akademie. So. Ja, diese Altersgrenze gibt es. Und dass dann ProfessorInnen, die natürlich ihre Leute irgendwie gegebenenfalls in Orchesterstellen kriegen wollen, sowas denken wie, okay, wenn die jetzt mit 22 in mein Bachelorstudium reinkommt, dann ist die in 4 Jahren 26 und hat die gerade ihren Bachelor fertig und dann wird es halt hinten raus eng mit diesen Praktika- und Akademiestellen. Den Gedankengang kann ich verstehen. Jetzt muss ich aber leider diese Bombe platzen lassen. Leute, wenn ihr Orchestermusik studiert oder ihr studiert Bachelor of Music mit dem Ziel, ins Orchester zu kommen, bei Querflöte sind es im Moment bei so festen Stellen irgendwas zwischen 200 und 250 Bewerbungen, die auf eine Stelle kommen. Wie ihr wisst, bekommt nur eine Person die Stelle und die 249 anderen nicht. Und ich muss das deswegen so jetzt so leicht sarkastisch sagen, aber es macht schon Sinn, sich einen Plan B und C aufzubauen, auch für den Fall, dass es gar nicht klappt, was übrigens nicht bedeutet, dass man es nicht wert wäre, dass man es nicht kann, dass man so schlecht ist. Wir haben einen riesengroßen Haufen von wirklich sehr gut ausgebildeten, hochmusikalischen, leistungsbereiten MusikerInnen. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und die kloppen sich so ein bisschen um diese Stellen, diese paar Stellen, die es da noch gibt. In Deutschland ist halt ein sehr orchesterreiches Land, da gibt es noch viele Stellen. In manchen Ländern gibt es einfach gar nicht so viele Orchester. Da kloppen sich dann auch die Leute um diese paar Stellen, die es da gibt. Was ich damit sagen will, ist, ich verstehe irgendwo den Gedankengang, dass man sagt, hey, wenn du mit 22 erst, in Anführungsstrichen, mit einem Bachelor anfängst, nach hinten raus wird es eng. Ja, aber 249 Leute bekommen die Stelle nicht. Und da ist es scheißegal, ob sie 21 sind mit dem Bachelor-Anfang, 23 sind mit dem Bachelor-Anfang oder 25 sind mit dem Bachelor-Anfang, weil diese 249 anderen Leute machen dann auch irgendwas anderes, als in ein Orchester zu gehen. Die werden in der Regel freiberuflich tätig sein, die werden vielleicht teilweise irgendwo angestellt sein, unterrichten, Workshops geben, vielleicht sogar irgendwo eine Verwaltungstätigkeit machen oder vielleicht sogar in einer ganz anderen Berufsbranche noch teilweise arbeiten. Musikschulstelle. Und Leute, ich sage das jetzt in aller Direktheit, keine Sau interessiert es in diesen Bereichen, wie alt man ist. Also, ich kann es nur betonen. Also das Einzige, wo es tatsächlich diese ominöse Altersgrenze gibt, ist im Orchester. Und meinetwegen kann ich auch die Denkweise von KünstlerInnen verstehen, die sagen, Solisten, je jünger sie sind, haben halt noch diesen Bonus, diesen Welpenbonus, nenne ich ihn immer. Also wenn ein 16-, 17-Jähriger spielt wie ein junger Gott, eine junge Göttin, dann hat diese Person den Welpenbonus, den verliert die Person aber, wenn sie älter wird. Spannend, oder? Also ihr kennt bestimmt diese Jungstars, also die gibt es ja in allen Instrumenten, ne? Die mit 12, 13, 14 schon Wettbewerbe machen. Und ich finde es immer spannend zu beobachten, weil ich mir denke, mal gucken, ob die in 15 Jahren noch beruflich in der Musikszene unterwegs sind oder ob die sich irgendwann denken, leckt mir am Arsch. Dieser Welpenbonus, der gilt in der Regel so bis 20. Und dann hört der Welpenbonus auf.
Eigentlich bei manchen hört er auch schon mit 18 auf. Also dieses je jünger, umso besser, umso erfolgreicher, diese Denkweise, die mag im jungen Alter ja funktionieren, aber später dann nicht mehr. Und ich will da heute so ein, zwei kleine Anekdoten dazu erklären, um zu sagen, was ich damit genau meine. So, also diese Altersgrenze gibt es im Orchester, ja, aber auch nicht unbedingt bei Stellen. Wenn ich also mit 35 der Meinung bin, also ich jetzt, dass ich mich nochmal auf Aushilfen und Zeitverträge oder auch sogar eine feste Stelle bewerben möchte, dann habe ich die einzige Hürde, dass ich eingeladen werden muss. So, und da kann es natürlich schwierig sein, wenn man kein Praktikum, keine Akademie, nicht viel Orchestererfahrung auf dem Lebenslauf stehen hat, dass man gar nicht eingeladen wird. Und dann hat man halt dieses Thema von, du hast nicht viel Erfahrung, dann wirst du auch nicht eingeladen. Und wenn du vorher kein Praktikum, Akademie hattest in deinen frühen 20ern, dann wird es schwierig. So, verstehe ich. Aber I'm sorry, wenn ich das sage, das ist doch nicht unser Problem, dass das System so krank ist. Also im Orchester wollen sie immer möglichst erfahrene Leute, aber sie sollen bitte jung sein. Das verstehe ich nicht. Wie soll das denn gehen? Also erfahren auch im Sinne von künstlerisch erfahren. Also eine 20-jährige Person, egal welches Instrument, hat nicht die Lebenserfahrung wie die einer 30-jährigen Person. Und hinzugehen und jetzt die 20-jährige Person zu bevorzugen, weil sie ja noch so jung ist, das macht irgendwie keinen Sinn, weil man will doch eigentlich erfahrene Leute haben. Also das ist ja auch in anderen Branchen so. Ich weiß, die Leute sollen möglichst jung sein, aber möglichst viel Erfahrung haben. Also am besten 15 Jahre Berufserfahrung, aber bitte erst 20 sein, so übertrieben gesagt. Das haben wir natürlich auch in der Musikbranche. Dass das bei jungen Menschen zu Druck führt, dass sie schon sagen, lohnt sich das überhaupt für mich, Musik zu studieren, wenn ich schon 21 bin? Wo ich sagen muss, ja, das lohnt sich auf jeden Fall, weil in den anderen Bereichen der Musikbranche juckt es niemanden. Die richtig, richtig krassen Professorenstellen zum Beispiel, die bekommen in der Regel Menschen erst Ü40 oder sogar noch älter. Also das ist quasi wie so ein I-Tüpfelchen auf der Karriere. Feste Stellen in Musikschulen werden vergeben an 25-Jährige, an 35-Jährige. Ich habe gerade wie eine Kollegin, die hat jetzt mit 43 ihre erste feste Stelle bekommen. Davor war sie honorartätig. Also es interessiert da niemanden, wie alt man ist. Sondern da will man vor allem wissen, was hat die Person bisher an Berufserfahrung gesammelt und was hat die Person gegebenenfalls für Qualifikationen. Und da fragt niemand danach, wie alt die Person ist. Und dasselbe auf der künstlerischen Seite gesehen, sind doch KünstlerInnen auf der Bühne, die schon sehr viele Jahre auf der Bühne stehen, die haben doch ein ganz anderes Standing, die haben viel mehr Erfahrung, die haben viel mehr Lebenserfahrung, die haben emotional mehr zu erzählen, weil sie halt einfach schon älter sind. Und ich rede jetzt hier nicht von den Ü60ern, sondern ich rede von Leuten, die Mitte 30 sind. Natürlich haben die eine andere Musikalität als ein 18-Jähriger oder eine 18-Jährige. Und ich kann das doch nicht aufwiegeln und sagen, ja, aber der 18-Jährige, der spielt schon so virtuos, wo ich mir so denke, ja, das ist ja toll, aber es catcht mich nicht. Das ist doch Geschmackssache, wenn man sich natürlich von Menschen beeindrucken lässt, die wie so kleine Äffchen durch brennende Reifen springen können. Ich gehörte auch mal zu der Fraktion, by the way. War ja auch mal so ein... Ich hatte diesen Welpenbonus. Versteht ihr? Also ich war auch eine von diesen Welpenbonus-Musikschülerinnen. Jugend musiziert, Konzerte gegeben, Kammermusikkonzerte, schon sehr gut gespielt für mein Alter, für die anderen im Vergleich. So. Und dann habe ich studiert und dann komme ich nach 3 Semestern Pädagogikstudium an eine Hochschule und spiele einen Professor vor und der sagt mir, ich bin zu alt. Und ich denke mir so, hä? Wie jetzt? Mit 17 hat man mich noch abgefeiert dafür, dass ich so gut bin für mein Alter und jetzt bin ich zu alt und nicht gut genug. Und ich habe das damals nicht verstanden. Ich weiß natürlich heute, was da abgeht. Und ich möchte euch, die hier zuhören, vor allem die, die jetzt gerade in dem Alter sind, diese Scheiße mal aus dem Kopf ziehen und den ganzen, werft es mal auf den Scheiterhaufen und bedenkt, dass ihr noch 40, vielleicht sogar 45 Jahre Berufsleben vor euch habt. Und diese Altersdruckscheiße, die da an den Hochschulen abläuft im Künstlerischen, sind
also in meinen Augen total kontraproduktiv, weil das blockiert einen ja auch total, wenn man denkt, naja, ich werde es ja dann eh nicht schaffen, ich bin ja schon zu alt, wo ich mir denke, hä? Ich kenne Leute, die studieren mit Ende 20, Anfang 30 nochmal einen komplett neuen Studiengang oder sogar mit 40. Das geht, glaubt man gar nicht, aber das geht. Neuroplastizität sei Dank können unsere Gehirne in jeder Lebenslage noch Neues lernen. Also es spricht nichts dagegen, mit 38 zu sagen, ich mache noch ein Master in oder ich mache noch ein weiterführendes Studium in oder ich mache noch eine Weiterbildung zu. Das Lernen hört doch nicht auf. Und Leute, die euch erzählen, dass man nur lernen kann zwischen 18 und 26, das sind Leute, die haben irgendwie die Wissenschaft verpennt. Die haben nicht mitbekommen, dass das Bullshit ist. Das hat man sich früher mal erzählt, ja. Aber das Lernen hört auch nach dem Studium nicht auf. Das heißt, lasst euch diesen Quatsch nicht in den Kopf setzen, von wegen, ihr seid zu alt für. Natürlich, und das kann ich nachvollziehen, wenn es um Orchester und Probespiele und so weiter geht, kann es dazu dem Thema kommen, dass man schlicht, ich habe das ja auch dann erlebt, bei mir, Corona hat es zerfetzt bei mir, ich habe im Januar, Februar 2020 mich für die ganzen Akademiestellen beworben, damals war ich gerade im ersten Mastersemester, das war so gerade so die Zeit, wo ich angefangen habe. Davor habe ich irgendwie so 7, 8 Probespiele gemacht und dann wollte ich in dem Jahr wirklich viele Probespiele machen. Auch aus Erfahrungswert, aber auch für Akademiestellen. Und ich glaube, ich hatte, ich weiß gar nicht, mich für 10, 11 Sachen beworben. Praktika, Akademie, alles, was für Flöte da war, habe ich mich beworben. So, nichts davon hat stattgefunden, denn, wie ihr alle mitbekommen habt, 2020 ist alles abgesagt worden. Und ich habe dann 2020 irgendwann im Herbst festgestellt, dass ich das auch gar nicht machen will. Also ich habe einfach gemerkt, ich habe mich dann nämlich nach diesem ersten größeren Lockdown wieder für ein Probespiel vorbereitet und beworben und hatte solche Magenschmerzen vorher. Mein Körper hat mich 2 Wochen mit Bronchitis hingelegt, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich will das gar nicht machen. Also ich, für mich, Saskia, möchte das nicht machen. So, das war für mich ein Riesen-Learning, aber wenn man es mal ganz genau nimmt, wurde mir da in dem Jahr natürlich auch nicht nur mir, sondern allen, die in dem Alter waren, zu dem Zeitpunkt komplett diese Möglichkeit genommen, sich für Akademien überhaupt vorzustellen. So, als das wieder so richtig offen war und ging, war ich bereits 27. So. Und wenn ich jetzt gewollt hätte, die Orchester haben damals gesagt, wir setzen die Altersgrenze hoch. Haben sie nicht gemacht. Haben viele nicht gemacht. Manche Orchester haben es gemacht, die haben dann irgendwie auf 29 gelegt oder sogar auf 30. Jetzt, wenn ich in MUVAC reingucke, also in die Seite, wo die ganzen Probespiele, die Vakanzen draußen sind für Orchester, sehe ich überall bei Akademiestellen die Altersgrenze bei 28. So. Da kann man sich jetzt drüber streiten, dass das so gemacht wird, aber ist halt leider so. Für mich ist es kein Problem, weil ich will es sowieso nicht machen, aber für die Leute in meinem Alter, die das damals machen wollten, die das jetzt immer noch machen wollen, die sind halt jetzt angeschmiert. Und da, wie gesagt, man kann sich darüber streiten, ob man das so machen kann, aber die Orchester machen das, die machen die Regeln fertig aus. Das ist das Einzige, wo ich diese Altersthematik verstehen kann. Aber ich sag's nochmal, 249 Leute bekommen die Stelle halt nicht. Und wenn man das realistisch betrachtet, dann ist eine selbstständige Person, die ein bisschen älter ist, also Ende 20, Anfang 30, im Vergleich jetzt zu diesem Altersding beim Studieren, eine erfahrene Künstlerpersönlichkeit, eine erfahrene Lehrkraft. Und niemanden interessiert es mehr, wie alt man ist. Niemanden. Nach dem Studium juckt es keinen mehr. Und wenn ich jetzt mit irgendwann 40 auf die Bühne gehe, interessiert das niemanden. Ob ich 40 bin, ob ich 32 bin, ob ich 45 bin, es juckt niemanden. Das Thema ist nur omnipräsent im Studium und vor allem am Anfang des Studiums, wo es dann heißt, ja, vielleicht doch schon zu alt. Ja. Bei uns Frauen kommt dann halt leider noch erschwerend hinzu. Das Thema habe ich auch schon von ein paar Frauen bekommen, dass ich mal darüber sprechen soll. Das schneide ich jetzt nur an. Aber dann haben manche Frauen natürlich noch das Thema Kinderwunsch. Und da wird es dann tatsächlich in einem bestimmten Zeitraum
eng. Weil wenn jetzt eine Person sagt, ich möchte unbedingt Kinder, dann ist das Thema Studium und Karriereaufbau oder Selbstständigkeit aufbauen oder Stellen, eine Stelle finden, nochmal mit einem ganz anderen Zeitdruck verbunden. Der hat mit der Musikbranche nichts zu tun, sondern mit der, wie man so schön sagt, biologischen Uhr. Und das haben aber ja nicht nur Musikerinnen, das Thema, sondern das hat jede Frau. Ja? Das heißt, da kommt ein ganz anderer Zeitdruck mit rein, den Männer nicht haben. Punkt. Das ist eine Tatsache, darüber brauchen wir uns nicht zu schreiten und da brauchen wir auch nicht zu sagen, so, ja, jetzt, sondern das ist leider so. Also Frauen, die einen Kinderwunsch haben, wohlbemerkt, oder, ja, also gebärfähige Frauen, so muss ich es, glaube ich, sagen, gebärfähige Frauen, die einen Kinderwunsch haben, haben einen Zeitdruck, der mit den frühen 30ern einsetzt. Das heißt, wenn man dann studiert hat und man merkt, scheiße, ich habe immer noch keine Stelle oder ich, ja, oder meine Selbstständigkeit läuft noch nicht so gut, ich möchte aber gerne auch ein Kind oder mehrere Kinder, dann haben wir dann nochmal ein biologisches Thema mit drin, das nicht so einfach zu lösen ist. Weil je älter man wird, umso unwahrscheinlicher wird es, dass die Schwangerschaft gut verläuft. Na, also ich weiß, ich habe befreundete Frauen, die mit 39 ein völlig gesundes Kind auf die Welt gebracht haben und ihnen selber ging es auch gut. Also das ist ja nicht so, dass es nicht geht. Aber wir wissen natürlich auch, dass es je älter wir werden, Ende 30, Anfang 40 auch gefährlich werden kann. Nicht muss, aber kann. Und dass das Thema dann auch noch mitschwingt bei gebärfähigen Frauen, die diesen Wunsch in sich tragen, darüber wird zu wenig gesprochen. Und das ist aber nichts, was irgendjemand in der Musikhochschule anspricht, weil da sind ja alle irgendwie noch Anfang 20 und da redet noch niemand vom Kinderkriegen. Ja, aber nach hinten raus wird es halt irgendwann eng. Ja? Also das Thema kommt dann auch noch hinzu. Und jetzt eine kleine Anekdote. Das hat auch was mit Orchester zu tun, wo ich nicht mehr konnte, wo ich da gestanden habe und wirklich nur noch mit dem Kopf geschüttelt habe. Ich habe damals dann mich noch vor Corona war das für feste Stellen beworben auch schon, also für Probespiele vor allem, weil ich wollte ja auch Vorprobespiele machen und Erfahrung sammeln. Es ging mir nicht darum, die Stelle zu kriegen. Und dann habe ich irgendwann mal von einem aus der Flötengruppe, den ich kannte, als ich mich beworben hatte, folgenden Satz gehört. Du, es ist noch zu früh für eine Soloflöte. Und ich hab da gesessen und habe gedacht, das ist jetzt der Knaller. Da war ich 25. Also mit 20, als ich mich für einen Bachelor vorgestellt habe, habe ich gesagt bekommen, ich sei zu alt und hätte gegen die ganzen 18, 19, 17-Jährigen keine Chance. Was übrigens Bullshit war. Komme ich gleich noch zu. Dann bin ich 25 und bewerbe mich für feste Stellen im Orchester und bekomme die Aussage, es ist noch zu früh. Ich habe mich gefühlt wie im Irrenhaus. Ich habe da gestanden und habe gedacht, wisst ihr was? Macht eure Scheiße doch allein. Und dann kommt so eine Frustration, die nichts mit Orchester zu tun hat, also nichts mit dem Beruf als Orchestermusiker zu tun hat, sondern mit diesen Glaubenssätzen, die so in bestimmten BerufsmusikerInnen drinsteckt. Ich habe ganz oft dann gesagt bekommen, wenn ich mich irgendwo beworben hatte, ich hätte zu wenig Erfahrung auf dem Lebenslauf stehen, weil ich noch nicht so viele Aushilfen gespielt hatte. Also ich hatte Aushilfen im Lebenslauf, aber nicht viele. Und dann kommen halt manche um die Ecke und sind jünger als ich und haben mehr Aushilfe und schon Praktikum und so. Und die werden natürlich eher eingeladen. So, das heißt, Erfahrung kann ich sammeln, wenn ich mich für Praktika vorstelle und auch ein Praktikum bekomme und dann im Orchester Erfahrung sammeln kann. Wenn ich die Erfahrung nicht habe und älter werde, dann habe ich keine Chance mehr, weil ich ja keine Erfahrung habe. Oh Leute, ich muss heute so drüber lachen, das ist so paradox. Das ist so paradox, weil Erfahrung hatte ich. Und ich bin prädestiniert fürs Orchesterspiel als Flötistin. Ich kann alle Instrumente
auf sehr hohem Niveau spielen. Ich kann als Altflötistin spielen, ich kann Piccolo spielen, ich kann Soloflöte, ich kann gut führen, ich kann aber auch mich gut anpassen auf der zweiten oder dritten Flöte. Ist für mich kein Problem. Also ich bin so ein, wie hat mein Prof mal gesagt, ich bin so eine klassische Springerin. Also man kann mich quasi auf jede Position im Orchester setzen und ich kann überall gut abliefern. Das habe ich bei Mucken getan, das habe ich auch in der Aushilfe schon gemacht und ich bin intonationsmäßig sehr fit, ich bin rhythmisch wahnsinnig fit, ja, wenn man Schlagzeug gespielt hat 15 Jahre, hat das Vorteile. Ich kann mich klanglich gut anpassen, auch an einen Klang, der nicht meiner ist, das ist für mich kein Problem. Ich kann sehr gut zusammenspielen, ich kann super nach Schlag spielen, ich kann saugeil vom Blatt spielen. Ich bin prädestiniert für den Job. Aber das hört halt keiner, weil ich gar nicht eingeladen werde. Und im Probespiel hört man es auch nicht, weil da geht es halt um was völlig anderes. Ihr versteht vielleicht das Problem. Das heißt, da, wo ich richtig überzeugen kann, in einem Praktikum oder in einer Akademie, wo man dann wirklich im Orchester sitzt und das zeigen kann, was man drauf hat, da bin ich gar nicht reingekommen. Und jetzt mit fast 29 habe ich ja noch mehr Erfahrung, als ich es noch mit 22 hatte. Das heißt, ich bin noch fitter. Ich habe noch mehr Erfahrung gesammelt, kammermusikalisch, orchestertechnisch und solistisch. Aber mein Zenit ist erreicht, laut Orchesterwelt, weil ich bin ja jetzt 29, jetzt ist rum. Und das ist zum Beispiel, wie gesagt, wenn es um Festestellen geht, das ist Quatsch, weil ich kenne Leute, die mit 40 eine Orchesterstelle kriegen, mit 34 eine Orchesterstelle kriegen. Die müssen halt eingeladen werden, ne? Ist klar. So, das ist der einzige Bereich in der Musikbranche, wo das tatsächlich ein Thema ist. Ansonsten ist das Thema nicht vorhanden, weil es ist einfach uninteressant. Und dieses, wie gesagt, dieses Welpenbonus-Thema, dass man besonders gut schon für sein Alter ist, das gilt nur bis 19, 18, 19, 20, dann ist der Welpenbonus rum. Und dann wird man mit den Leuten verglichen, die ja jünger sind und schon besser spielen. Und ich denke mir immer so, hä? Also vor 3 Jahren hatte ich diesen Welpenbonus, da war ich eine von diesen herausragenden 17-Jährigen. Jetzt bin ich 21 und dann sagt man mir, ich bin zu alt und ich habe keine Chance. Hä? Also ihr versteht vielleicht, worauf ich hinaus will. Das macht keinen Sinn. Und man kann auch, und das war jetzt die letzte Anekdote, die ich zu erzählen habe, man kann auch diese Art von Altersklassen nicht miteinander vergleichen. Denn ich habe mal bei einem Wettbewerb mitgemacht, der hieß Nachwuchswettbewerb. Da ging die Altersstrecke von, ich glaube, 15, 16 oder so bis 23. Und ich war gerade 23. Also ich durfte noch mitmachen, aber ich war halt eigentlich schon die Oma unter diesen Wettbewerbsteilnehmerinnen. Und offensichtlich. Warum man das nicht vergleichen kann. Also wir hatten da Leute, die mitgemacht haben, die irgendwie Jungstudentinnen waren, also noch irgendwie U18. Und dann gab es, ich glaube, 3 oder 4 Studierende und ich war halt die Älteste mit 23. So, und es gab ein Pflichtstück, und das war ein Solokonzert, erster Satz, und es war ein Wahlstück. So, ich in meinem zweites Jahr Bachelor habe mit meinem Professor damals abgesprochen, dass ich beide Stücke auswendig vortrage, dass ich eine eigene Kadenz mache bei dem Solokonzert. Also so, wie wir halt im Studium arbeiten. So, habe das auch gemacht. Ich habe das sehr gut vorgespielt. Es war ein sehr gutes Programm. Ich habe auch an dem Wettbewerbstag super gespielt. So, mein Studienkollege, der auch mitgemacht hat aus meiner Klasse, hatte das wirklich schwerere Wahlstück. Na, also da geht es ja dann schon los. Also die Wahlstücke waren unterschiedlich schwer. Und er ist ein bisschen jünger als ich. Und der hat am Ende den ersten Preis bekommen. Und das war auch völlig fein. Ich will auch über die Preisthematik jetzt gar nicht sprechen. Aber ich war die einzige von allen TeilnehmerInnen, die auswendig vorgetragen hat. Und wie ich dann von meinem Prof später auch gehört habe, die den professionellsten Auftritt hingelegt hat. Was natürlich Sinn ergibt, weil ich bin ja die Älteste gewesen. Ich habe die meiste Erfahrung, die meiste Bühnenerfahrung. Ich habe Nervenstränge aus Stahl. Das heißt, er meinte zu mir, Saskia, du hast einfach den besten Vortrag hingelegt, was den Vortrag anging. Mein Studienkollege hatte das schwerere Stück, das hat er auch fantastisch gespielt und es war auch alles fein. Es ging mir auch überhaupt nicht am Ende dann um diese Preisvergabe. Aber ich habe dann da gestanden und so ein paar Monate später habe ich gedacht, wie können die denn
eine 23-Jährige wie mich, die schon wirklich professionell arbeitet, mit 16-Jährigen in dieselbe Altersgruppe stecken und die vergleichen miteinander. Ist ja völlig assi. Und zwar nicht für die 16-Jährigen, sondern ich hatte keinen Welpenbonus. Also ich habe perfekt gespielt, bei mir war alles super, bei mir war alles sauber, bei mir war alles klasse, so wie sich's gehört. Ne? Und ich habe aber keinen Welpenbonus mehr. Also von mir wird das schon erwartet, dass ich das tue, dass ich das kann. Und es wurde auch nicht mehr irgendwie honoriert, sondern das war halt so, ja, also die 23-Jährige da, die muss das können, die hat das auch gekonnt, das ist jetzt auch keine herausragende Leistung mehr, aber die 16-Jährige, dass die, und dann sitze ich da und denke, hey, Moment, stopp, du kannst doch hier Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Also du kannst doch nicht der 16-Jährigen oder den 17-Jährigen mit mir vergleichen, die erstens eine andere Vita hat und zweitens halt, ich habe einfach viel mehr Erfahrung. Und das aber zum Nachteil der Älteren dann auszulegen und zu sagen so, ja, also ich meine, die 23-Jährige muss das natürlich schon können, weil das erwarten wir ja von der. Bei der 17-Jährigen ist das aber eine herausragende Leistung. Und ich denke mir, hä? Also ja, ich verstehe irgendwie so halbwegs die Logik, aber dann darf man es nicht vergleichen. Dann darf man nicht hingehen und sagen, wir werfen die alle in einen Topf. Sondern dann in den meisten Wettbewerben ist es ja auch so, dass dann Musikstudierende gegeneinander antreten. Aber auch da, man kann doch nicht jemanden, der im zweiten Masterjahr ist, mit einem zweites Jahr Bachelor vergleichen. Versteht ihr, was ich meine? Also ab einem gewissen Schwierigkeitsgrad kann man die alle vergleichen. Ja, bei internationalen Wettbewerben fragt auch niemand mehr danach. Aber in diesem Studienkontext denke ich mir so, okay, also als ich älter wurde, das war auch bei mir in der Studienzeit so, wurde das bei mir alles vorausgesetzt, dass ich das kann und dass ich das leiste. Und das habe ich auch getan. Aber, I'm sorry, es wird dann auch nicht mehr wirklich honoriert, sondern es wird vorausgesetzt. Und jemand mit Welpenbonus hat halt den Welpenbonus. Und damit habe ich ein Problem. Weil ich finde, diese Vergleichsscheiße sowieso zum Kotzen, weil es geht ja um die Entwicklung der Person. Und ich finde auch gerade bei Benotungen innerhalb der Studienzeit wichtig zu gucken, wie hat sich die Person entwickelt vom ersten zum dritten zum fünften Semester. Ja? Und nicht, wie hat sich die Person im Vergleich zu entwickelt. Und diese Vergleichsscheiße ist natürlich auch die Voraussetzung für diese Altersthematik, weil dann heißt es, ja, aber der ist 18 und kann das auch schon. So, also das heißt, man wird mit jemandem verglichen, der jünger ist oder die jünger ist oder älter ist, ja, je nachdem, in welche Richtung. Und man wird auf ein Podest gestellt, also auf eine Ebene und dann sage ich mir, stopp, das kann nicht funktionieren. Ich kann mich doch nur mit der Version vergleichen, die ich vor einem Jahr war. Und nicht mit jemandem vergleichen, der oder die eine andere Vita hat als ich. Und da kommt aber diese Altersthematik her. Unter anderem. Ne? Also ich habe sehr lange mich beschäftigt damit und immer versucht zu verstehen, wie das kommt, dass wir da so diesen Druck bekommen oder diesen Druck schon verspüren, ganz am Anfang. Und dann während der Studienzeit immer so, scheiße, ich habe nicht mehr so viel Zeit, weil. Und ich denke mir so, hä, du arbeitest noch 40 Jahre in dem Job. Du hast noch ganz viel Zeit. Du kannst auch noch ganz viel neue Werke lernen. Es ist doch nicht so, dass nach der Studienzeit plötzlich das Lernen aufhört und plötzlich das Üben aufhört. So nach dem Motto, so, jetzt bist du fertig, jetzt musst du alles können. Sorry, aber Bullshit. Ein Scheiß musst du. Also ich bin jetzt anderthalb Jahre fast nach meinem Masterabschluss und ich habe hier Werke auf meinem Notenständer liegen, die ich noch nicht gespielt habe, die ich mir jetzt neu anlernen möchte. Ich habe den Riesenvorteil, ich brauche dafür keinen Lehrer mehr oder keine Lehrerin, aber das Lernen hört nicht auf. Also ich brauche keinen Zeitdruck zu verspüren von wegen, wenn ich das jetzt in der Studienzeit nicht schaffe, dann ist der Zug abgefahren. Nein, du hast dein ganzes Berufsleben vor dir. Du kannst noch mit 55 kannst du noch neue Stücke auf deinem Instrument lernen oder als Sänger oder Sängerin. Das hört nicht auf, das ist nicht plötzlich rum, deswegen macht diese Altersthematik auch keinen Sinn. Ja, das Einzige, was ich unterschreiben kann, man hat nie wieder so viel Zeit zum Üben wie im Studium. Definitiv. Und deswegen ist es auch so wichtig, im Studium eine gute Basis zu bekommen, eine gute technische Basis zu bekommen, zu lernen, wie man Werke erarbeitet, dass man nicht abhängig ist von der anderen Person. Das ist für mich etwas, was in den Fokus gestellt werden sollte, eine Künstlerpersönlichkeit auszubilden, die, wenn sie aus dem Studium rausgeht, in der Lage ist,
eigene Konzepte zu machen, eigene Werke zu lernen, vielleicht sogar selbst zu komponieren und zu improvisieren und zu arrangieren. Aber das ist nicht so, dass das Studium aufhört und dann ist man fertig. Nee, man hat dann einfach nur einen Zettel. Da steht dann drauf, dass man einen Abschluss hat. Das ist alles. Deswegen diese Zeitdruckthematik. Entspannt euch. Ihr habt euer ganzes Berufsleben noch vor euch, wenn ihr aus dem Studium rausgeht. Und wenn ihr im Studium seid und ihr bekommt von außen diesen Druck von wegen so, ja, du hast nur noch so und so viel und du hast nicht mehr so viel Zeit und da, zeigt mental, energetisch den Mittelfinger diesen Menschen. Nickt, lächeln, sagen, ja, ich hab nicht mehr viel Zeit, das stimmt, ja, ich sterbe nämlich, wenn ich mein Studium beende, ist es rum, dann bin ich, ne, dann muss ich mich irgendwie lebendig begraben. Bullshit. Ich hoffe, ich konnte euch so ein paar Aspekte zu diesem Thema Altersdruck oder Zeitdruck darlegen und auch ein bisschen den Stress rausnehmen, weil mir das wichtig ist, dass ihr versteht, dass das von außen kommt und dass ihr das innen in euch spürt, weil das von außen mal gekommen ist. Also diese Altersthematik, die kommt nicht von euch selber, sondern es wurde euch irgendwann von außen eingepflanzt. So von wegen so, ja, also wenn man bis, auch dieses, wenn man bis dann und dann das und das nicht kann, dann ist der Zug abgefahren, wo ich immer denke, hä? Nein. Ich habe mich so viel mit Neurobiologie und Neurophysiologie auseinandergesetzt. Es gibt Menschen, die brauchen einfach länger für bestimmte Sachen und die können es dann am Ende trotzdem. Das Ergebnis ist doch entscheidend, nicht wie lange man gebraucht hat. Wieso bewerten wir denn jemanden, der länger braucht für etwas, aber die genauso geile Leistung zeigt, wie jemand, der es schneller kann, schlechter? Das ist doch ein Bewertungsscheißsystem. Also, nee, andersrum, das ist ein Scheißsystem in der Bewertung. Dass man sagt, okay, der eine hat 10 Wochen vielleicht für das Stück gebraucht, der andere nur 5. Das Ergebnis ist aber gleich geil. Das Ergebnis soll doch in dem Moment bewertet werden. Wenn wir schon bewerten, dann bewertet doch auch bitte das Ergebnis. Und nicht, ja, aber der hat es schneller hinbekommen. Weißt du, denke, ja und? Sind wir irgendwie beim Sprint oder was? Sind wir in der Leichtathletik gelandet? Kriegen wir jetzt Punkte dafür, dass jemand das besonders schnell hinbekommt? Und das ist ja dieses Altersding, weil klar, man ist jünger, man ist noch aufnahmefähiger und Menschen mit 16, 15, 16, 17, wenn die sehr schnell lernen und dann sehr gute Leistung abgeben, wo ich sage, hey, cool, herzlichen Glückwunsch. Aber, großes Aber, die Erfahrung haben sie trotzdem nicht. Die Musikalität haben sie in der Regel trotzdem nicht. Das heißt, sie haben noch nicht die emotionale Reife, die sie brauchen, um solche Werke überhaupt zu spielen. Und ich spreche absolut aus Erfahrung, Leute, wenn ich sage, ich habe mit 17 Werke gespielt, die ich dann mit 24 wieder gespielt habe und dann konnte ich sie wirklich interpretieren. Mit 17 konnte ich sie spielen. Also ich konnte die Töne spielen, die da stehen. Ich konnte auch die Parameter, Dynamik etc., Artikulation richtig machen. Aber musiziert und was erzählt, eine Geschichte erzählt, das konnte ich mit 17 nicht. Da war ich beschäftigt damit, die Töne in der richtigen Reihenfolge zu spielen. Und ich finde, das kann man nicht vergleichen. Also das ist natürlich eine herausragende Leistung gewesen, auch bei mir damals und bei Leuten, die mit 17 sowas spielen können. Natürlich sollen die dafür Anerkennung bekommen. Aber ich finde, es sollte genauso anerkannt werden, wenn jemand mit 23, 24, 25 im Studium dann so ein Werk wirklich, wirklich erfassen kann und musikalisch auf die Bühne bringen kann und damit Menschen berühren kann. Das eine ist doch nicht mehr wert als das andere, nur weil die Person jünger ist. Versteht ihr? Das ist ein Denkweiseproblem in unserer Branche und nicht nur bei uns, das gilt auch in anderen Branchen. Und wenn ich die Menschen, die jetzt hier zuhören, dazu inspirieren kann, diesen Kram auf den Scheiterhaufen zu werfen und das mal zu lassen und nicht immer in dieser Denkweise zu bleiben und zu sagen, ja, aber der ist ja jünger und deswegen, wo ich sage, nein, das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere, nur weil jemand jünger ist oder älter. Also hört mal auf, diese Altersdiskriminierung zu machen, in beide Richtungen übrigens. Und dann löst sich auch ganz viel Druck, auch dieser Zeitdruck, den Zeitdruck von Frauen, die Kinderwunsch in sich tragen, den Zeitdruck kann man leider nicht einfach so wegnehmen. Denn wenn eine Frau wirklich sagt, ich möchte selbst ein Kind haben, was ich gebäre, dann gibt es da eine biologische
Uhr, die tickt. Und da kann man nichts schönreden und sagen, ja, mein Gott. Nee, also ich meine, klar, wenn jemand sagt, ich möchte ein Kind haben, aber es ist nicht schlimm, wenn es das, wenn ich das dann aus Pflegekind hole oder als ich, wenn ich ein Kind adoptiere, dann kann man das, ich habe jetzt letztens gehört, dass das in Deutschland auch alles gar nicht so einfach ist, aber gut, dann ist es nochmal ein anderes Thema. Aber da kann man nichts dran rütteln, das ist biologisch wirklich so. Aber an uns selbst, wenn wir, wenn es ums Lernen geht, wenn es ums Üben geht, wenn es ums neue Werke, neue Projekte geht, da können wir unser ganzes Berufsleben damit füllen. Da gibt es nicht irgendwann plötzlich einen Moment, wo der Zenit erreicht ist, sondern das kann man das ganze Leben lang machen. Und wir können ja sogar noch weit über unsere Rente hinaus spielen. Guck an, wie viele Musiker und Musikerinnen es gibt, die noch mit 70, 80 auf die Bühne gehen. Die werden gefeiert. Und da sagt auch niemand, ja, aber der, der ist 25 und der spielt aber besser. Das macht doch auch in dem künstlerischen Kontext niemand. Es ist völlig faszinierend, aber vielleicht konnte ich euch die Augen öffnen zu dem Thema. Denn es geht mir tierisch auf den Sack. Also mir geht es auf den Sack, dass ich das ständig geschickt bekomme. Nicht ihr geht mir auf den Sack, die mir das schreiben, sondern mir geht das Thema auf den Sack, dass ich denke, ist das immer noch so drin? Ist das immer noch so drin? Ja. Vielleicht kriegen wir da ja ein Umdenken hin. Und auch in der Musikhochschulausbildung auf lange Sicht eine Ausbildung zur Künstlerpersönlichkeit und nicht zum Orchestermusiker oder Orchestermusikerin. Eine Künstlerpersönlichkeit, die sich auch entscheiden kann, eine Selbstständigkeit aufzubauen. Denn dahin müssen wir eigentlich kommen. Und da ist es scheißegal, wie alt die Person ist. So. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Ich gehe jetzt ein bisschen raus, denn die Sonne scheint. Mach mir noch einen Kaffee und ja, ich freue mich auf nächsten Montag. Wenn ihr euch bei mir melden wollt, tut das gerne per E-Mail, per Instagram, alles in den Shownotes und dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Bis dann!